Testfahrt 190 E 2.316 mit Ayrton Senna. So, und jetzt zu Ayrton Senna, Spitzenfahrer in der Formel 1. Ayrton Senna, Sie haben den Mercedes 190 2.316 gefahren und können uns sicherlich einiges dazu sagen. Of course, first time I... Natürlich, zum ersten Mal fuhr ich dieses Auto 1984 auf dem Nürburgring zur Eröffnung der neuen Rennstrecke und... Haben Sie auch gewonnen? Yes, I won the race. Ja, so ist es. Und zweitens ist er ein reines sportliches Vergnügen. Und das mit Katalysator. Of course, there is, apart from that, for instance, the rear... Oh ja, die Niveauregulierung an der Hinterachse zum Beispiel sorgt mit dafür, dass man auch bei hohen Geschwindigkeiten ein gutes Sicherheitsgefühl hat. Selbst im Grenzbereich bleibt er konzentriert bei der Sache. Aber so weit kommt man im normalen Straßenverkehr ja gar nicht. Das Fahrzeug liegt einem absolut sicher in der Hand. Und gerade der 190E 2.316 beweist, welche Fahrwerksreserven in den übrigen 190er-Typen stecken. Gibt es etwas Spezielles über den Motor und über die Fahreigenschaften zu sagen? Der Motor ist beispielhaft für den Effekt der Vierventiltechnik. Gut abgestuftes, leicht zu schaltendes Fünfgang-Sportgetriebe. Die Endgeschwindigkeit wird also erst im fünften Gang erreicht. Oh, Sie wissen Bescheid. Es ist also kein Wunder, dass dieser Mercedes schon drei Langstrecken-Weltrekorde gefahren hat. So ist es. Ich fühle mich wie zu Hause in diesem Kompaktwagen. Das Cockpit, die Einzelsitze, das kleine Lenkrad, das stimmt alles. Und Ihr Gesamteindruck? Ein sportlich ausgelegtes Fahrzeug mit hohen Fahrwerten und einer außergewöhnlichen, aktiven Sicherheit. Ayrton Senna, herzlichen Dank für das Interview. Es war mir ein Vergnügen. I'm James Hunt and I had the very good fortune. Ich hatte das große Glück, das letzte Rennen hier zu gewinnen, 1976, einer der stolzesten Erfolge meiner Karriere. The proudest achievements of my career and therefore I'm very happy to be back at the inauguration of the new Nürburgring, which... Der neue Ring ist leider ganz anders als der alte, aber die Bedingungen sind ausgezeichnet. Hello, my name is Carlos Reutemann. I think the new track is adapt for a new modern Formula One. Thank you. Hello, my name is Ayrton Senna. I am from Brazil. Ich komme aus Brasilien und freue mich, heute hier zu sein und komme wahrscheinlich auch zum Grand Prix Ende Oktober wieder. Hopefully we'll be here in later October with the Formula One Grand Prix. Thank you. Rennsportveranstaltung bestimmt nicht werden. Lauda drove a Mercedes 190 in the company of more than a dozen world champion racing drivers. And a young man recently arrived from Brazil called Ayrton Senna da Silva. Haben Ihnen eben das Formel-1-Feld vorgestellt, haben die Fahrer praktisch aus ihrer Anonymität herausgeholt, in der sie sonst versinken in ihren feuerfesten Masken und in ihren Sturzhelmen. Und nun sitzen sie in ihren Wagen, sind auf der Strecke, sind in der dritten Runde, fahren auf identischen Automobilen. Das heißt also, dass hier bei diesem ersten Rennen auf dem neuen Nürburgring absolut die Fahrkunst entscheiden wird. Und an die Box, wie beim Grand Prix, geht jetzt Alan Jones, der Ex-Weltmeister aus Australien, der das Feld lange Zeit angeführt hatte, aber eine kleine Rauchwolke hinter sich herzog und möglicherweise einen Motorschaden zelebriert hat. Nun glauben Sie gar nicht, dass die sich hier irgendetwas schenken. Die Fahrer mit den großen Namen, wie der alte Zirkusgaul die Ohren spitzt, wenn er die Musik hört und die ihn dann in die Manege zieht, so ist das auch hier bei den Allstars. Und sie werden noch einmal kräftig Gas geben, so wie sie das von jedem Augenblick an getan haben, als sie ihre Motoren in ihrem Wagen gehört haben. Ein erlesenes Feld,
Stirling Moss, Jack Brabham, Carlos Reutemann, Hans Herrmann, Alan Jones, Phil Hill. Phil Hill, jener Mann, der Wolfgang auf Berge von Trips, dem Star der deutschen Grand Prix-Piloten der Nachkriegszeit, bei dessen Unfall in Monza den Weltmeistertitel wegnahm. Danny Halm ist dabei und John Surtees. John Surtees, siebenmal Weltmeister auf dem Motorrad und einmal im Ferrari Formel 1 Rennwagen. Schauen Sie, wie Sie hier driften. Der Jody Scheckter aus Südafrika. Er war der letzte Weltmeister auf einem Ferrari. Und dann sind Niki Lauda dabei und Alain Prost, die beiden Teamkameraden aus dem McLaren-Stall. Und die behaken sich hier ganz schön. Nicht nur in der Formel 1 geht es um das Prestige, sondern auch hier bei dem Eröffnungsrennen auf dem neuen Nürburgring. Deutsche Fahrer Udo Schütz. Dann Hans Herrmann, der frühere Mercedes Grand Prix Pilot. Nur zu Ihrer Information, meine Damen und Herren, nach den Aufzeichnungen, die Sie bisher vom neuen Nürburgring gesehen haben, sind wir nun bei diesem Rennen live dabei. Bei dem Rennen der 2,3 Liter Vierzylinder Einspritzer, dem Mercedes 190, also der gute, ja, ich würde wohl sagen, 185 PS abgibt und der Spitzengeschwindigkeiten hier auf der Geraden von rund 230 km/h gestattet. Das heißt also, dass das gar nicht so langsam ist, wie das möglicherweise in diesen zivilen Autos ausschauen mag. Nach der vierten Runde haben wir jetzt Ayrton Senna da Silva aus Brasilien an der Spitze. Das ist ein ganz junger Mann in der Formel 1, der praktisch die zweite Klasse übersprungen hat, nämlich die Formel 2, der aus der Formel Ford in die Formel 3 kam und der als großes Nachwuchstalent gilt, möglicherweise einmal als Nachfolger von Emerson Fittipaldi. Aber er hatte in Brasilien Schwierigkeiten beim Formel 1 Rennen und die Kondition war weg. Es war ihm zu heiß im Cockpit und er musste natürlich mächtig arbeiten in seinem Formel 1 und er hatte einen Blackout. 3 Tage Klinik, dann war er wieder fit. Und nun versucht er zu kommen. Und kommen tut er hier bei diesem Rennen. Sie sehen ihn an der Spitze. Die Fahrzeuge zweifarbig. Einmal dieses Silbergold. Und dann dieses Mitternachts-Metalleffekt Blau. Die sind gar nicht so einfach zu unterscheiden. Mit der Nummer 1, mit der 11, Ayrton Senna da Silva. Und sie sind auch schon einige Male hier über die Randbegrenzung hinausgerutscht, haben die Straße verloren, wie man so schön sagt, und sind durch den ein wenig aufgeweichten Boden gefahren. Diese Fahrzeuge haben 16 Ventilmotoren. Das ist eigentlich die Bauart, die heute auch in der Formel 1 oder in allen Sport- und Rennwagen ihre Anwendung findet. Aber bereits 1913 baute man solche Automobile. Und in der heutigen Zeit hat dieser 16-Ventiler den Vorteil, dass er sehr umweltfreundlich ist. Man kann den Motor höher verdichten und das heißt, man kann mit bleifreiem Treibstoff fahren. Man kommt also den Wünschen oder Forderungen der Ministerien entgegen und diese Bauweise wird sich mit Sicherheit auch bei jenen Fahrzeugen, und das sind ja auch welche, die Sie und ich fahren können, durchsetzen, die wir im normalen Straßenverkehr finden. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten dürften hier auf der Geraden bei diesen Fahrzeugen bei ungefähr 195 Kilometer pro Stunde liegen. Natürlich ist das hier kein Maßstab, um gegen den Computer zu fahren, der das bisherige theoretische Limit ausgerechnet hat. Das werden dann die Formel-1-Wagen oder die großen Sportwagen tun.
Dieses so schön und so lustig das ausschaut, ist aber trotzdem harter Sport. Sie sehen das gerade wieder an jener Aktion von Keijo Rosberg, dem Ex-Weltmeister aus Finnland, der sonst in einem Williams Honda sitzt und der nun mit dem Vierventiler Mercedes-Benz gegen seine Freunde, gegen seine Kollegen aus der Formel 1 kämpft. Dabei sind, ich sagte es eben schon, Klaus Ludwig, der mehrfache deutsche Tourenwagenmeister, und dabei auch Udo Schütz, zu seiner Zeit ein brillanter Sportwagenfahrer. Manfred Schuchti aus Liechtenstein ersetzt dieses Feld der Formel 1 Stars. Und wenn ich eins sage, dann muss ich noch einmal die Nummer 1 nennen, Stirling Moss, der ja zusammen mit Hans Herrmann, der hier die Nummer 8 fährt in diesem Rennen, in den Jahren 1954 und 55 zusammen mit Juan Manuel Fangio, der auch hier am Nürburgring ist, das Mercedes-Werksteam bildete, zu dem dann noch Karl Kling gehörte und hier und da auch noch der Star der Vorkriegszeit, Hermann Lang. Ja, die haben einen ganz schönen Zahn drauf hier in den Kurven und mittlerweile haben sie sich angefreundet mit der nassen Strecke. Sie fahren Slicks, die man leicht profiliert hat, und Elio De Angelis fährt hier an die Box und das dürfte für den jungen Italiener das aus sein. Bei einem Rennen, das nur über 12 Runden geht, da kann man sich natürlich einen Boxenstopp nicht leisten. Ayrton Senna da Silva nach wie vor mit der Startnummer 11 in dem goldenen Mercedes-Benz an der Spitze des Feldes. An zweiter Stelle liegt jetzt schon Niki Lauda, der nicht trainieren konnte, denn er hatte einen Fernsehauftritt gestern und musste dem Ring AD sagen für einige Stunden und stand dann ganz hinten im Starterfeld. An dritter Stelle haben wir John Watson. Das ist der arbeitslose Formel-1-Pilot im Augenblick, der langjährige Teamkamerad bei McLaren von Niki Lauda. Und hier haben wir einen Reifenwechsel und das ist natürlich sehr schön, dass wir das auch einmal sehen. Nicht nur in der Formel 1 geht das, da geht es natürlich sehr bewusst, weil man mit weichen Mischungen fährt. Und hier ist das einmal außerplanmäßig, der Wagen von Elio De Angelis hat also nunmehr, Sie sehen es am Profil, von Slicks auf Regenreifen gewechselt. Und das ist gut und klug so. Würde das Rennen einige Runden weitergehen, also eine längere Distanz als nur 12 Runden sehen, dann hätte der Italiener eine Chance, eine Aufholjagd zu starten. Und dann im Feld, das doch 2-3 Sekunden mit den Slicks langsamer fahren muss, wieder vorbeizukommen. Das müsste noch einmal der Wagen von Elio De Angelis sein. Sie sehen den Italiener mit dem Sturzhelm und aus den schmalen Sehschlitzen seines feuerfesten Gesichtsschutzes beobachtet er nun die Aktivitäten der Mercedes-Benz-Mechaniker. Natürlich zur Formel-1-Zeit, da konnten die das wesentlich schneller und besser. Man wechselt heute im Grand Prix-Zirkus die Reifen in 7,5 in 8 Sekunden, also 10 Sekunden, das ist ungefähr das Limit. Aber das kann man natürlich von den braven Mechanikern, die hier an den Boxen bei diesem Rennen stehen, nicht erwarten. Mit der 11 nach wie vor Ayrton Senna da Silva aus Brasilien. 24 Jahre alt, einer der jüngsten im GP-Zirkus, der sich möglicherweise durchsetzen wird. Vielleicht aber auch als Jungstar schon verlöscht. Wir haben es sehr oft erlebt in diesem harten Sport. Ja, Windschatten fahren können die im Augenblick hier noch gar nicht, weil sie einfach den Kontakt nicht haben. Und Keijo Rosberg, der verliert immer ein Stück Straße. Er hat seine eigene Ideallinie hier und er bezieht die Wiese und die Sturzräume mit ein. Schauen Sie sich diese riesigen Sturzräume an. Hier kann eigentlich gar nichts passieren, wenn sich ein Wagen mal herausdreht. Der Zuschauer ist mit Sicherheit geschützt.
Und der Fahrer hat natürlich auch eine riesige Chance. In jeder Tasche, also seitliche Einbuchtungen, steht ein ONS-Rettungswagen. Auch wenn es darauf ankommt, natürlich bei den großen Rennen. Und er ist in wenigen Sekunden bei einem verunglückten Automobil, um nachzuschauen, was ist, kann ich helfen? Und er kann meistens helfen. Große Rettungsstraßen um den Ring herum besorgen dann mit den Sanitätsfahrzeugen oder den Hubschraubern das Übrige. Aber bitte, daran wollen wir nicht denken. Achte Runde zu Ende. Ayrton Senna da Silva, nach wie vor an der Spitze. Zweiter ist Niki Lauda. Sie sehen den Abstand. Der Niki kann zweifelsohne da noch herankommen. Dritter John Watson. Und vierter ist Carlos Reutemann, der Indianer, wie Sie ihn nennen, einer der großen Fahrerpersönlichkeiten seiner Zeit. Schade, dass er vor einigen Jahren aufgehört hat. Und Hussa, da geht's wieder über die Wiese. Das war James Hunt, der vor 8 Jahren in Tokio gegen Niki Lauda Weltmeister wurde. Und der ja, sagen wir mal, ein sehr lustiges Leben führt. Und der sich vom Grand Prix Sport zurückgezogen hat. Hier war eine Entdeckung von Lord Haskes, der ihn irgendwo in London im Automobil beobachtete und ihn einfach in seinen Sport, in den Formel 1 Sport holte und der es da bis zum Weltmeister brachte. Er hat viel Geld verdient, der James, und davon lebt er noch, spielt ein bisschen Golf und lässt es sich gut sein. Zweikampf zwischen Niki Lauda und John Watson hinter Ayrton Senna da Silva, also der zweite und der drittplatzierte, also jetzt im hautnahen Kampf. Und jetzt ist John Watson auf der Wiese, war schon an Lauda vorbei, hatte aber wahrscheinlich die Ideallinie nicht erwischt beim Überholen und hatte zu viel Druck. Also hinter dem jungen Brasilianer Niki Lauda wieder auf Platz 2, Ayrton Watson 3, dann Carlos Reutemann auf Platz 4 und dann schon Alain Prost auf dem 5. Rang und 6. ist Jacques Laffite. Der kleine, immer lustige Franzose mit dem pfiffigen Gesicht und den ewig lachenden Augen, der hier eine gute Figur macht, aber das tun sie logischerweise alle. Phil Hill hat die Startnummer 14, mittlerweile 54 Jahre alt, neben Mario Andretti, der einzige amerikanische Formel 1 Weltmeister, aus dem Jahre 1961. Die Wagen sind natürlich sehr schön sauber gewaschen und poliert an den Start gebracht worden. Aber das unwirsche, regnerische Wetter und die Unreinigkeiten und Unsauberkeiten auf der Straße haben doch nun schon ihre Spuren hinterlassen. Man kann die Namen kaum mehr erkennen und die Startnummern, die hinten auf dem Heck sind, auch nicht. Und da springt einer fröhlich über diese Knabberkante hinweg, hat den Wagen aber abgefangen und das war Senna da Silva. Jetzt wieder ein hautnaher Kampf zwischen Reutemann
und Jones. So, wir haben jetzt 10 Runden gefahren. Also 2 noch. Das ist hier Start und Ziel. Ja, und da raucht einer. Sieht also eine Ölwolke hinter sich her. Das könnte Niki Lauda sein. Zumindest würde mir das sein Dress sagen. Ja, es ist Niki Lauda. Niki Lauda im blauen Anzug. Und ja, er fährt rechts heraus. Nein, noch nicht. Er mag es wahrscheinlich noch gar nicht. Sonst hat er natürlich ein unheimliches Gespür für das, was sein Wagen macht. Aber der Wagen von Alan Jones rauchte in der ersten Phase dieses ersten Rennens auf dem neuen Ring auch ein wenig. Aber der ist natürlich jetzt wieder vorne mit dabei. Vielleicht schwappt ein wenig Öl über. Das heißt, die Ingenieure und Konstrukteure von Mercedes, die dieses Rennen beobachten, können dann möglicherweise einen kleinen Fehler entdecken und beheben. Alle Grand Prix-Piloten, nur die Prominenten, die wir Ihnen vorgestellt haben, haben übrigens in den letzten 25 Jahren hier auf dem Nürburgring, und zwar auf der Traditionsstrecke der alten Nordschleife, schon einmal ein Rennen gewonnen. Und im Out jetzt Alain Prost aus Frankreich. Jener Mann, der in diesem Jahr schon 2 Formel 1 Rennen gewonnen hat. Ja, ich sagte, das war Alain Prost, der draußen war, aber Sie haben es gesehen, er hat sich wieder in Marsch gesetzt. Wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit. So, wenn die Wagen jetzt hier bei uns zum Start- und Zielbereich kommen, dann haben sie die letzte Runde vor sich. Und sie sind doch schon ein wenig weit auseinandergezogen im Augenblick. Und an der Spitze Senna da Silva, dann Niki Lauda, Carlos Reutemann, Alan Jones, dann Keijo Rosberg und Jacques Laffite. So gehen sie in die letzte Runde und mal sehen, ob sie sich noch einmal attackieren. Jack Brabham kam hier vorbei, Black Jack, der sein letztes Rennen übrigens in Monte Carlo fuhr, 1971, klar in Führung lag und sich dann in der Gasometerkurve verbremste. Und Jochen Rindt aus Österreich, der diese Chance erkannte, zog vorbei, gewann den monegassischen Grand Prix und im gleichen Jahr auch die Fahrerweltmeisterschaft. Rennen auf dem neuen Ring. Nach wie vor an der Spitze Senna da Silva. Das wundert mich eigentlich, wie der junge Mann sich hier gegen die etablierten Piloten behauptet. Aber der ist natürlich noch kess und bissig und noch heiß. Und das heißt schon etwas, wenn er dieses Rennen hier als erster beendet. Er wird in die Geschichte eingehen, in die Geschichte dieser neuen Grand Prix-Strecke. Genauso wie Rudolf Caracciola, der das Eröffnungsrennen auf der Nordschleife 1927 auf einem Mercedes SSK gewonnen hat. Sind in der Schikane, driften dort durch mit leichtem Anstellwinkel. Und da kommt Senna da Silva. Niki Lauda ist Zweiter, Dritter Reutemann. Und dann ein Kampf zwischen Keijo Rosberg und John Watson um den 4. Rang. Das heißt also, sie haben schon eine ganze Menge daran getan. Jack Brabham ist durch, jetzt auch Elio De Angelis. Dann kommt Klaus Ludwig, unser Fahrer aus Bonn.
Und dann haben wir und Sie zu Hause und die 120.000 Zuschauer hier auf dem neuen Nürburgring, auf der neuen Grand Prix-Strecke, ihr erstes Rennen erlebt und gesehen. Wir geben nun zurück nach Hamburg zum NDR. So the victor's garland went to the youngest man in Formula One racing, the 24-year-old Brazilian Ayrton Senna de Silva. The runner-up was Niki Lauda, the Austrian double world champion, whose campaign for greater racing safety helped to create the new Nürburgring. The rest is history. Senna's unshakable resolve to be the best has sparked a bitter rivalry with Mansell and Prost that still goes on.